nicht so übel, aber im Rudel sieht das ganz anders aus. Zum Glück haben sie Angst vor dem T-Rex-Pipi. Oder sie mögen einfach den Geruch nicht. Ja, wer mag schon T-Rex-Pipi? Und damit herzlich willkommen zurück bei Lego Jurassic Park 3. Wir sind jetzt also hier immer noch mit Eric unterwegs und versuchen natürlich noch hier den wahren Überlebenden zu schaffen. Ja, er hat uns ja in der letzten Folge den Arsch gerettet. Und ja, oh, was ist das? Die Invasion der nervigen Dinos. Ah, er kann ja, stimmt. Stimmt, er kann ja... Hallo! Warte, ich guck mal, wie ich das mache. Ah ja, okay. Tue nur Sinnvolles. Außer Rechtschreiben. Bisschen Pipi. Ja, ich stelle mir auch vor, dass T-Rex-Pisse jetzt nicht gerade am angenehmsten riecht. Aber man kann sich natürlich auch irren. So, was kann ich denn hier machen? Ah, okay. Wird die Kralle wieder ausgefahren? Ja, so kann man das mal machen. Das ist richtig, so machen wir das. Feingefühl, na, haben wir jetzt nicht das Beste. Immer voll drauf. Oh, oh, seht mal. Heute ist ein Glückstag. Na, wäre ich jetzt nicht runtergefallen, hätte ich den blauen Stein nicht bekommen. Dass die nervigen Dinos einen nicht mal in Ruhe lassen können. So, dann schneiden wir mal wieder ein bisschen Gemüse. Ist ja bekanntlich sehr schlecht für den Bizeps. Aber ich glaube, das stört auf der Insel im Moment keinen. Boah, jetzt übertreib's mal nicht. So, wir müssen wieder... Anstatt mit unserer Kaka werfen wir ihn mit unserer Pisse. Das war falsch. Wenn wir Kacke werfen würden, wäre natürlich noch viel geiler. Bisschen Kaga. So. Wo müssen wir denn hier hin? Oh, da fällt mein ganzes Müllgeld. Sprachfehler, da fällt mein ganzes Münzgeld weg. Ist nicht so cool. Ja, ich weiß, du bist dran. Aber ich brauche noch Münz. Oh, hier sind ja auch noch solche. Können Sie mir hochhelfen, Dr. Grant? Er hätte auch... Warte. Kleiner Timmy, oder wie er heißt, ist der kleine Timmy. Erstmal hier rein. Weil ich glaube, hier haben wir noch irgendwas, was wir normal nicht haben. Außer, was ist denn das? Ah, eine Schlange. Oh. Hm, das ist ein Raptor. War dann doch keine so gute Idee. Ich hole alles zurück. So, Dr. Grant. Auf ein neues. Oh, kleines, nerviges Stück Mist. Oh, ein Herz. Ein bisschen Energie. Wir schmeißen so viele Münzen hier weg. Beziehungsweise Lego-Steine. Ich nenne es immer Münz, aber... Kann natürlich jeder handhaben, wie er das gerne selber möchte. Oh, was ist denn jetzt? Ah, für den Kleidschirm, okay. Sieh an, er kann sogar auch in der Scheiße wühlen.
Ja, ich weiß, in der letzten Folge hatte ich das schon erwähnt. Aber erwähnen wir es mal wieder. Oh, da unten ist ein Boot, oder? Sieht fast so aus. Können wir noch ein bisschen in See stechen. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Da, 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 da. Aber ich glaube hier nicht. Minz. Haha. Was machen wir denn jetzt? Ah, ein Fernglas. Cool. Ja, da ist ein Boot. Direkt unten am Ufer. Scheint unbeschädigt. Hören Sie? Was? Der Satellitentelefon. Haha. Mom! Dad! Oh. Er hatte wohl die besten Zeiten schon hinter sich. Mom! Eric! Eric! Woher wusstest du, dass wir hier sind? Das Telefon! Dieser blöde Jingle, ich hab's gehört! Ich hab's nicht. Nash hatte es zuletzt. Er muss es gehabt haben, als er... Na, im Arsch. Tja. Geil. Ja, hat doch ein schönes, bequemes Schlafplätzchen. Wir haben das Level geschafft. Familienzusammenführung. Trophäe. Wieder ein bisschen Geld, obwohl wir das ja jetzt nicht so dringend brauchen. Aber wir können uns wieder zwei Autos kaufen. Ein Leichtsinn, würde ich das mal so sagen. Das ist sehr schade. War ein schönes Spiel. Aber es kommen ja natürlich noch andere. Und zwar noch jede Menge andere. Ich habe noch zwei Lego-Spiele hier rumfliegen. Ich werde mal noch nicht spoilern. Falls ich es schon gemacht habe, dann wisst ihr ja eh Bescheid. Aber ich werde mal so noch nicht hier spoilern, was es geht. Also welche Spiele noch kommen. Lasst euch mal überraschen. Ja. Wo ist Madame? Ah, wir brauchen eine Kurbel, ne? Nein? Warum er? Ah, nein. Ah, da waren nur die Ranken drum. Ich hatte gedacht, man müsste etwas reparieren. Aber jetzt muss man was reparieren. Warum ausgerechnet der Küchenausstatter hier sowas flicken kann, ist zwar für mich ein Rätsel, aber lassen wir das mal offen. Haha. Gibt es eine Dino-Info. Aha. Ist Mosasaurus der Große aus Jurassic World 1? Oh, hallo. Die Tür, die Tür. Raptoreneier.
habe sie aus einem Impuls heraus mitgenommen. Ich dachte, wir könnten damit unsere Ausgrabungen finanzieren. Und wenn sie uns damit erwischen? Und wenn sie uns ohne sie erwischen? Da unten liegt ein Boot, ein Stück flussabwärts. Doppel im Eimer. Wir versuchen es bis zur Küste zu schaffen. Immer wieder schön, immer wieder herrlich. Es kann nur noch bergauf gehen. Was ist das? Kaka. Ein Vogelkäfig. Meine Kaka. Oh. Hallo. Oh, meine Stimme versagt schon wieder. Ich habe mir aber auch echt hier die Seuche geholt. Da. Oh, jetzt sind wir im Vogelkäfig. Eric! Erstmal einsammeln, dann weiterschauen. Wie immer. Oh. Ich kann ihn nicht sehen. Hat alles seine Prioritäten. Und das Geld geht vor. Geld regiert die Welt, meine Damen und Herren. Natürlich jetzt in den Spielen besonders. Was ist hier? Soll natürlich jetzt nicht heißen, dass ich geldgeil bin, weil Geld habe ich, sagen wir mal so, es reicht zum Leben. Von daher, es gibt wichtigere Dinge. Familie, Glück, Frau und vieles mehr. Aber ich schweife hier ab. Wir sind hier, ich glaube, unsere Freunde hier haben andere Sorgen. Und zwar nicht gefressen zu werden. Ha, Domino Day ist auch jetzt schon im Jurassic Park angekommen. Hm, da gehen meine schönen Münzen dahin. Oh oh. Hallo, mal locker, Leute. Frau mit Kind? Ja, Moment. So. Ja, sogar wenn wir alles kaputt machen, machen wir alles richtig. Hm. Was hat er für Probleme? Macht hier den sterbenden Schwan. Oh. Ein neuer Freund. Oh. Zurück. Dr. Quinn. Wir brauchen deine Schneide. Was kommt jetzt? Ah! Au. Zu groß geratenes Hühnchen. Ist ein bisschen chicken. Die andere. Ah, oh, ist okay. Ich dachte gerade nur. Ist das er? Nein, ne? Aber er kann das hier. Zu irgendwas ist sogar unser Küchenheini zu gebrauchen. Cool. Das war knapp, Leute. Dr. Quinn. Hier dann! Ah! Ah, scheiß auf die zwei Münzen. Die fehlen nachher, ich weiß eh, aber. Hey! Ganz vorsichtig. Was ist denn? Oh, hallo. Man könnte natürlich auch nicht auf die Idee kommen, hier einen 2 Meter weiter zu gehen und dies zu fressen. Das wäre natürlich zu offensichtlich.
Jetzt komm, machen wir hier nicht den Altersschwachen. Na, auf zum Mond, würde ich sagen. Kann von uns einer klettern? Er kann klettern, oder? Moment, ich finde einen Weg für Sie. Warum bin ich die ganze Zeit nicht geklettert? Das ging doch vorher auch schon, oder? Ah, da brauchen wir wieder Dr. Quan. Los doch! Aber wir müssen mal kurz noch alles kaputt machen. Wie immer. Hoffentlich ist das nicht schon das letzte Level. Das wäre echt schade. Das Spiel fängt gerade an, richtig Spaß zu machen. Oder besser gesagt, was heißt fängt an? Es hat von Anfang an richtig Spaß gemacht. Deshalb wäre es halt eben jetzt schade drum. Eric. Ah, die machen nichts, die Dinos. Die wollen nur spielen. Jetzt Köpfer. Ne? Ah ja, er will jetzt hier runterspringen. Na, gehen wir erstmal noch ein bisschen weiter. Mal schauen, was wir hier noch finden. Ja, wir kommen hier eh nicht weiter, von daher. Oh, ein Minikit. Das war mal einfach versteckt. Aber man muss ja auch zwischendurch mal Glück haben. Hallo. Ja. Dann brauche ich jetzt wieder hier meinen Freund. Billy, halt! Und es geht schon wieder los. Wow. Oh, oh Gott, das. Oh Gott. Hey, von hier aus kann ich fast mein Haus erkennen. Ich kann ein paar hungrige Dinos erkennen. Wir brauchen Münzgeld. So wird da. Oh, ein Minikit. Eric, spring! Muss ich irgendwas drücken? Nein. Ja, so eine kleine Planschpartie schadet hier nicht. Oh, da ist das Boot. Ja, ich glaube, unser Freund hier, der ist ziemlich im Arsch. Und jetzt starten wir also unsere Seefahrt. Oh, wer hätte das gedacht? Unser Freund ist wieder da. Hallo. Oh, wir haben das Telefon. Ja, er sieht nicht gerade sehr glücklich aus. Ich kann mir gar nicht erklären, warum. Aber
Hier werden wir auf jeden Fall mal die Aufnahme pausieren, beziehungsweise einen Cut setzen. Und dann werden wir dann wahrscheinlich das Finale des Spiels in der letzten Folge machen, falls es dann schon soweit ist. Danke fürs Zusehen und bis zur letzten Folge dann bei Jurassic Park 3. Ciao, ciao.